31 zu 35 verliert der HC Erlangen hier sein Heimspiel gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Und bei mir steht ein extrem geknickter Kapitän des HC Erlangen, Nico Link. Nico, woran hat es gelegen? Ja gut, müssen wir sehen, nur das Endergebnis anschauen. Ne? Also das wird zweite Halbzeit, kriegen wir halt gar keinen Zugriff mehr in der Abwehr und können das kompensieren bis zur 50. Minute, glaube ich, weil es vorne halt ganz gut läuft. Und ich glaube, führen 50. Minute noch mit zwei, aber man hat irgendwie immer so das Gefühl, weil wir einfach so schnell Tore bekommen, dass es noch kippen kann. Und ja, gefühlt sind wir wie in Schockstarre dann die letzten 10 Minuten irgendwie. Es soll keine Ausrede sein, das darf uns auch nicht passieren. Aber also, ja, gefühlt ist es unverlierbar, das Spiel. So, wir haben alles im Griff über 45 Minuten, aber vergessen in der zweiten Halbzeit halt einfach das Wichtigste im Handball, und das ist halt das Verteidigen. Und ja, ist echt unfassbar bitter. Du hast es angesprochen, 50. Minute, da hat sie noch geführt, 25 zu 23. Und dann hat man auch das Gefühl gehabt, nicht nur das Verteidigen hat nicht mehr funktioniert, ihr habt im Innenblock gewechselt in der 40. Minute, aber auch der Angriff, das war irgendwo zu ausrechenbar, oder? Ja, wenn wir 31 Tore werfen, dann sollte es zu Hause in 95% der Spiele reichen. Also klar ist es dann auch vorne am Schluss ein bisschen holprig, aber wie gesagt, bei 35 Gegentoren bin ich ja schon ein Freund davon zu sagen, dass man einfach mal nur über die Abwehr reden sollte. Vor allem, wenn halt einfach ja, viele Sachen, auf die wir vorbereitet waren, die wir wussten, was passiert, dann immer durch individuelle Fehler uns da irgendwie selber ins Bein schießen. Und dann haben wir zu Hause so ein bisschen das Problem, dass wir, glaube ich, immer denken, ja, bloß nicht verlieren, aber irgendwie nicht so ans Gewinnen denken. Also so kommt mir das vor. Es ist ja Lemgo auch schon so gewesen und irgendwie, ja, es ist schwer zu erklären, aber gefühlt ist es ja wie so ein Schockstarre, dann was da die letzten 10 Minuten passiert. Zum Glück jetzt 10 Tage Pause, bevor es zum nächsten Auswärtsspiel geht. Und ich glaube, es gibt viel aufzuarbeiten bei euch und wünschen euch viel Kraft und hoffen natürlich, dass jetzt die anderen auch zurückkehren. Ich glaube, Steffen Veit steht irgendwie auf dem Sprung zurück wieder in die Mannschaft. Schauen wir mal, wann Steini wieder zurückkehrt. Drücken euch die Daumen und dann sehen wir, glaube ich, einen deutlich flexibleren HC Erlangen, wo die Abwehr wieder funktionieren wird auswärts. Nico, herzlichen Dank. Danke.